Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Splatfest-Stream. Ja, hat ja nicht lange gedauert, bis ein neues Splatfest kam, ne? Ich bin gerade ein bisschen nervös, ne? Ich hatte mir wieder die Mühe gemacht, hier die ganze Lobby zu färben, weil es so ein schönes Blau heute mal ist, was ich endlich nutzen kann. Danke für das Abo, Dark. Und genau in dem Moment, wo ich fertig wurde, hat sich die Lobby resettet. Ich hatte hier extra alles schön blau gemacht. Das ist jetzt weg. Ja, worum geht's bei dem Splatfest dieses Mal? Um Zelda, um das Neue. Um was ihr kämpfen würdet. Um das Triforce der Macht, also der Kraft, das der Weisheit oder das der Mut. Also was, wonach strebt ihr? Ich habe Team Weisheit gewählt. Und ja, ich hoffe mal, dass unser Team heute was reißen wird. Ja, ich habe noch was vergessen. Hier ein Community-Text. Warte. Noch auf meine Karte eingestellt. So. Falls ihr mitmachen wollt, da oben steht der Code. Und ich setze mich dann jetzt auch in den Discord, falls eher Mitglieder mitreden wollen. Ich spiele hier übrigens über die OLD, das ist hier heute. Ganz besonders übrigens bei dem Splatfest wird sein, bei der zweiten Runde, also beim zweiten Tag, dass es eine spezielle Map geben wird. Die werdet ihr am ersten Tag nicht sehen, aber die wird es bei den Dreifach-Matches geben und wir werden dann wahrscheinlich hauptsächlich diese Map spielen. So, ich habe eine Lobby erstellt. Die Anfrage geht raus. Ich stehe schon mit meinem Flexroller bereit. Und werde hoffentlich heute was reißen. Ich weiß nicht, wie sehr man übrigens einen Unterschied merkt jetzt hier, wenn ihr das beim Stream seht mit der OLD. Da müsst ihr das mit eurem Display so gesehen vergleichen. Also ich weiß, dass im OBS selber dann auch da das Bild größer ist, wenn ich die OLED habe. Und da den Filter anders einstellen muss als bei der normalen Switch. Na gut. Und keine Sorge, man hört dich jetzt. Ja. Dann hoffe ich auch, dass man mich deutlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Map, die wir morgen haben. Ich habe davon tatsächlich noch nichts Ja, mitbekommen. das wird eine Zelda-Map. Also sogar vom Aussehen her. Also hat Zelda dann noch mal. Nein, nein, ich meinte jetzt nicht Zelda die Person, sondern Zelda das Spiel. Ach so, ich habe gedacht, Zelda der Das ist eine Triforce-Map so gesehen. Mann, immer muss ich hier alles korrigieren, was ihr nicht richtig macht. Oh Gott! Achso, ich hab die Im Übrigen, was die AT-Karten angeht, das mache ich mittlerweile nur noch offscreen, dass ich die hole. Also, ich konzentriere mich auf den Streams nicht mehr darauf, hier AT-Karten zu holen. Neue Waffen durchzubringen. Ich spiele einfach mit denen ich mich wohlfühle und wenn ich die AT-Karte holen will, dann mache ich das vielleicht wirklich offscreen. So, ich habe euch mal zwei Pfeilen hier vorne hingesetzt. Dann kann ich hier hinten weiter färben. Wenigstens habt ihr grob gefärbt. Der mit dem Wandschwapper, den mag ich nicht. Der Wandschwapper ist mies. Weil er so gut über die Deckung kommt. Tatsächlich, wir haben vorne am Gewinn. Nee, wir sind nicht am Gewinn. Ich habe zwar gut gefärbt, aber das ist noch lange nicht der Win. Ich sag auch mal so, das ist eine meiner Hass-Maps.
ihr habt noch was erwischt. Ja, der Knex hat einen bestimmt. Vielleicht die Tenzuka? Nee, das war der Ratsch. Wie auch immer du nicht gestorben bist. Muss ich nicht verstehen. Dark, ich verrate dich. Oh Gott. Die erste Runde bleibt immer drin, ne? Will an der Stelle gesagt sein. Kommt der denn? Ja, okay. Okay, ich vertraue gar nicht mehr auf euch, wenn die hinter mir sogar voll geil ist. Ey, ich habe gerade zwei getötet. Ja, aber das war affig, Alter. In meiner Base werde ich einfach von hinten gekillt. Ich habe einfach um die Ecke gewartet, taktisch, und dann habe ich die umgenietet. Aber wie kam der da überhaupt hoch? Wie kam der da überhaupt hoch? Ich meine, der Kontrablaser, der eine, der hat diesen Haftsprung. Nee, der hatte keinen Absprung, der war normal. Also ich habe außer der Tenzuka eh keine von den Ults gesehen. Das war eher so nach dem Motto, ich weiß auf jeden Fall, eine von denen hat einen Haftsprung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die den dabei hatten. Ich hatte vorhin, heute Morgen, wenn ich gespielt habe, ist ja mein Hand schon. Ja, ich weiß. Ich bin da, ich spiele halt erst dann, wenn der Steam auch an ist. Ich habe viermal, zehnmal kaputt bekommen. Das hat Anfang sogar schon, ich glaube, von drei Uhr. Von den vier Kämpfen mal 10 wurden wir dreimal mit der Sieg gestorben. Das war so lächerlich. Da hatte ich, also. Wenn die Mates dann einfach zum Schluss, wenn wir gewinnen, einfach da reinrennen, obwohl das gar kein Glück mehr hat. Okay, und dann, wenn die dran sterben, dann ist schon zu viel, was passieren kann. Da denkst du einfach nur an die Mates, Alter. Ich hätte das gern. Das denke ich mir fast 90% bei jedem Mate, den ich bei dem Spiel habe. Also die Spieler von Splatoon lasse ich einfach nur positiv überraschen und nicht negativ. Endlich habe ich meine Schwarmraketen mal voll. Mann, ich wollte extra drei treffen, aber der eine hat so lange gebraucht, bis er endlich mal runterkam. Das Perser finde ich schön. Mein Perser. Wie gesagt, den ersten Mal. Danke. Dafür hatte ich in letzter Zeit richtig gute Leute bei dem Salmoniden-Job. Den wir auch am Ende des Teams nochmal machen. Also wir machen nicht nur Splatfest. Wir machen auch ein bisschen Salmoniden. Ja, den Tintentyrann kannst du töten, wenn du ihn von hinten triffst. Der ist an den Schwimmflossen hinten irgendwie verletzbar. Deswegen habe ich versucht, da drauf zu schlagen. Haben die das irgendwie geändert? Nee, man konnte dann noch draufhauen. Wie habe ich ihn erstmal verfehlt? Das ist peinlich. Ach, wenigstens wird mein Video kürzer dadurch. Und, mittlerweile habe ich auch so, samstags mache ich ab sofort immer zwei kleinere Stream-Videos, die unterhalb von einer Stunde sind, und dafür sonntags eins, das länger ist. Und kommt durch meine Tinte. Der ist aber durch meine Tinte gespaziert. Was für die Scheiße. Oder diese dreckigen Hex, ey. Alles nicht. Verdammt, ich konnte nicht mehr schießen. Ich wollte gerade meine Schwarmraketen noch abschießen. Ich habe sie halt erst in der letzten Sekunde bekommen. Ich habe da hinten noch ein bisschen gefärbt. Wird das gedreht? Ja, ich habe da hinten noch alles gedreht. Ich habe da hinten nämlich, ich habe da hinten alles komplett allein gefärbt, was ja. Du bei denen siehst. Das Teamarbeit nennt sich sowas.
Ja, aber das, was ich da geholt habe, sind mindestens 5%. So, mal gucken. Captain Octo war noch mit drin. Der hatte auch einen Roller. Sind wir gerade tatsächlich drei Leute mit einem Roller? Wir sind einfach drei Leute in einem Team mit einem Roller. Und ich glaube, die machen den Rollerjob nicht mal richtig. Mehr für mich kann ich wenigstens meine Schwarmraketen abschießen. Das Schlimme ist, einer von denen hat auch einen Flexroller. Dass der nicht am Färben ist, um die Schwarmraketen aufzuladen, macht mich noch mehr fuchsig. Allein deswegen sollte man schon dann färben mit dem Flexroller. Nur Idioten kriegt man als Teamkameraden. Zwei mit einer Rolle und die gehen lieber in den Krieg, als zu färben. Erstmal die hässliche grüne Farbe entfernen. Die sieht aus wie Kotze. Die grüne Farbe. Das klingt grün. Das sieht trotzdem aus wie Kotze. Ja, ich gucke mir gerade weg. Das muss mal ganz hier. Ja, man sieht, dass dort gefärbt ist, aber man sieht nicht, dass da eine Mine ist. Ja, aber die Figur macht ja auch so ja, nicht. Aber wenn keiner anwesend ist, sehen die es ja nicht. Victory! Also müsste es eigentlich sein. Es war mehrheitlich gerade, ja, war klar. Hoch. Endlich mal die gute Map. An der Nase, Jungs. Du musst die kratzen. Kratz, als ob dein Leben davon abhängt. So, ja, stimmt. Ich hab den. Hallo. Hi. Ich hab jetzt gerade lieber deine Waffe als meine. Das Einzige, was ich kann, ist jetzt. Das soll man ja auch mit dem Roller. Ja, wenn, das ist sogar die beste Waffe. Ja, weil die schnell ist und breit. Das ist der Vorteil vom Breitroller. Du sollst mit der auch färben und nicht kämpfen. Pusher. Ich habe versucht, mich vor den Krabbenpanzer zu verstecken. Ich hab mein Kill mit der Waffe gemacht.
Ja, genau, was hat der für Reichweite, ey? Wer genau? Ach so, der hat den Fernblaster wahrscheinlich. Der Fernblaster hat eine richtig große Reichweite. Ja, der ist dick, der hat einen dicken Spur nach vorne. Na, ich habe in die falsche Richtung geschlagen. Die stehen da zu zweit übrigens. Okay, da nach unten gehe ich nicht. Alter, wie schnell? Ja, mit dem Roller ist halt. Alter, was hat der Blaster für eine 3? Als ob der mich von da hinten noch getroffen hat. Der hat auf dich gezielt und mich getötet. Nee, der hat mich gekillt. Warum hab ich das so schwer? Und mit dieser hässlichen Scheißwaffe. Das ist doch, das macht der Spiel extra. 100%. Das ist Schiebung. Wirklich, das ist Schiebung. Das kann nicht sein, dass ich mit der Waffe so unnormal schwer habe. Ja, ich hab ihn mal. Jawoll, Alter, ich hab zwei gekillt. Hätte man sich auch nicht vorstellen können. So, ich hab noch ein bisschen bei denen hinten gefährt, aber ich glaube nicht, dass das den Victory gebracht hat. Nö, aber die waren sehr schlampig. Ja. Die haben wegen ihrer Schlampigkeit verloren, ja! Aber auch wegen meinen zwei Kills zum Schluss. Aber ich muss trotzdem. Ich muss, glaube ich, trotzdem die ein oder andere Stelle auspiepen. Gibt nur sehr wenige Menschen übrigens, die das Eagle Eye haben. Also, die so extremst gut sehen können wie ein Falke. Also, jetzt nicht punktgenau wie die. Also, ein Falke, ich glaube, so aus 10 Kilometer Entfernung kann er noch eine Maus erkennen. Irgendwo da in der Richtung war das. Aber halt deutlich besser als ein normaler Mensch. Er mag auch keine Rolle, deswegen ist er ja gerade stumm. Er lässt gerade noch seinen Frust gegenüber dem Roller aus. Ja, genau, was hat er für eine Waffe? Jetzt sag ich geil, Sohn. Drecksgame. Ich hab den Dual-Platz und zwar meine Waffe eine schlechtere Reichweite als scheiß geil, Sohn, ey. Alles ist gut. Verarschen wollte ich mich auch. Nein, ich hatte meine Schwarmraketen fast voll. Der Chat sagt auch schon, du sollst chillen. Aber das ist ein Drecksgame. Ich kann. Muss ich mal beruhigen. Kannst dann immer nur rumragen. Wieso ist der mir da. Kann man mal mir kurz erklären, warum der in mein Teil reingesprungen ist? Der ist nicht mal ausgewichen, der ist wirklich in meinen Roller, während ich rumgerollt bin, reingesprungen. Von vorne. Der hat mich sogar sehen können. Warum ist der reingehüpft? Einmal wegen Rage. Das war für mich. Nein. Doch. Es wäre gleich, wenn mich 3D-Klatscher jetzt killen würde auf der Reichweite. Die Klatscher gehört zu den Waffen, die am meisten Reichweite haben. Ja, kann uns trotzdem sterben. So, weiter im Text. Wir sind gerade noch gut dabei, die sind schlampig bei sich da hinten. Warum ist hier einer mit dem Düser? Warum war da einer mit dem Tintendüser, wo du warst? Ich habe einen erwischt! Natürlich habe ich nicht.
Hä? Das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Der war nämlich schon eine Minute lang tot und hat mich dann trotzdem umgebracht. Das hat keinen Sinn gemacht. Tag, wenn du weiter rumrace, kriegst du eine 5 Minuten Auszeit. Das war doch überhaupt nicht geraged. Ich sag, nee, ich meine jetzt wegen gerade eben noch. Nicht weiter über drüber beschweren, Fehler können passieren, fertig. Ich hab grad nicht geraged. Also, wenn der Chat schon schreibt. Ja, einmal, das war einmal gerade. Ich grüße übrigens den nächsten Zuschauer, der gerade dabei ist. Das ist Kühme Kleckser. Och nö, die haben 3 Airbrushes, das wird anstrengend. Mach mich auf Pusher gefasst. Bei Airbrush kannst du immer mit Pushern rechnen. Die Waffe ist aber auch darauf prädestiniert, dass du damit pushst. Weil die recht schnell färbt. Also mit der Airbrush kannst du gut kämpfen und färben. Also die ist wirklich sehr, sehr stark. Vor allem die mit der Kugel. Ob ich jetzt nicht hoch genug gesprungen komme, um hier oben noch mal eben kurz zu färben. Ich kann überhaupt einmal meine Fähigkeit eingesetzt. Ich weiß es nicht, ich sehe nicht, was bei dir passiert. Ich glaube tatsächlich nicht, weil... Also ich kann dir nicht sagen, ob du deine Fähigkeiten einsetzt oder nicht. So, hier vorne einmal kurz eine Mine hingesetzt. Gehe ich mal ein Stück zurück. Ne, 2 sind mir zu wenig. Ja, alle 4. Damit kann ich leben. Die sind halt gerade genau beide gleichzeitig gespawnt. Ach, manchmal mag ich die Minen. Ey, hier rechts ist einer, ne? Ich hab grad keine Tinte. Ja, die Waffe ist auch so schnell leer. Ich hab sogar schon was genau galt dem? Ach so, ich hab jetzt erst auf den Chat geguckt. Das war auch gerade genial. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Der hat einen Sprinkler in meinen Roller reingeworfen, der ist instant geplatzt. Also er hat ihn wirklich punktgenau drauf geworfen. Habe ich auch noch nie gesehen. Hey, komm, das haben wir doch gewonnen. Also Falco, was galt dem auch so? Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, wann du das geschrieben hattest. Teile deine Weisheiten mit mir. So, ich habe jetzt den Knallschwopper. Oh. Der macht tatsächlich gut Schaden. Der Schuss, der durchgeht, der macht 50 und die Explosion, wenn die trifft, macht glaube ich so 75. Also der Knallschwopper ist, was stärker angeht, ultra stark. Der ist halt nur schwer zu treffen. Es geht. Kein Schein. Muss es, ist ja auch ganz gut zum Färben. Guck, hier oben ist schon voll. Jetzt haben wir noch. Aber sowohl als auch färben kann, aber auch als King kann ich.
Das ist eine Waffe, die ich auch sofort. Weißt du, was übrigens schlau ist, wenn zwei Leute nicht denselben Fleck färben wollen? Ja, ich war da. Bevor die Nase springt. Das ist gut am Knallschopper, es hat auch diesen Regen. Habe ich wen mit dem Detektor getroffen? Ja, habe ich tatsächlich. Wie habe ich den denn nicht mitbekommen? Oh, der hat ultra viel Bewegungstempo. Der hat richtig auf Bewegungstempo geskillt, der eine. Der ist ultra stark. Ich finde den eigentlich nur nicht bei. Wie heißt das? Sturmkommando? Ja, genau. Oder generell auch bei Herrscher, bei Frankfurt. Bei. Als hier. So, wenn da einer hingeht, den habe ich gegeben. Junge, der war von eigentlich nur 3 Schuss, ey, aber der hat viel Angst, als hätte ich. Alter, der Counterblaster-Typ, der hat hier allein auf den Kopfteil an Bewegung und der hat beim Splatfest nochmal halt eine Verdopplung der Geschwindigkeit. Also der hat richtig auf Bewegungstempo geskillt. Der will offenbar schnell unterwegs sein. Bin ja eigentlich nur verblüfft, dass er nicht den Roller hat. Der ist dafür eigentlich viel besser geeignet. Ich wollte den Regen noch werfen. Der wäre da schön gewesen. Also ich habe noch nicht gesehen, dass einer so viel da drauf hatte auf Bewegung. Vor allen Dingen nicht bei einem Blaster. Das machst du bei einem Roller, aber nicht bei einem Blaster. Ja, der Supersprung-Boost bringt nur was, wenn du auch diese Infiltration hast, dass du unsichtbar dabei bist. Das ist meine Meinung. Ach nö, wir haben ein Pusher-Team auf jeden Fall. Ich hab nie Erfahrung mit dem Supersprung. Aus dem Grund mache ich das nicht. Bei Turmkommando ist das Springen immer ganz gut. Tintenregeneration wieder anmachen. Das ist halt nervig. Ich meine. Ja. Muss ich die Brille da abnehmen, die ich habe? Nö. Die pushen gar nicht. Färben ihre Base. Mit der Airbrush ist es sehr leicht, die Base schnell zu färben und dann auf Pushing zu gehen. Also die Airbrush, die färbt halt ultra schnell. Verdammt, warum habe ich genau jetzt keine Tinte mehr? Was ist das schon wieder für ein komisches Emote? Die Kugel war echt verschwendet. Das ist auch so eine Sache, die ich am Knallschopper mache. Der hat ultra große Reichweite. Boah, das ist irgendwie ein Knallschopper, das mag keiner. Das war irgendwie der Regen auf mich. So Leute, sie sind enttarnt. Irgendwie muss ich ja diesen scheiß Detektor mal nutzen. Ist ja
jetzt wirklich an den Köter gestorben? Ich hab nicht drauf geachtet. Ich bin ganz ehrlich, ich hab den nicht mitbekommen. Ich darf selber heute fragen, weil ich heute auch an den Köter gestorben bin. Aber mich erstmal flamen wollen! Das war morgen. Der ist fast tot, der Linke! Wenn beides trifft, ist der hat er 90, 95 Schaden drauf. Es kann nicht sein, dass sie jetzt in den letzten paar Sekunden nochmal es wieder schaffen, sich durch zu pushen. Außerdem habe ich mich extra zurückgeschoben, weil also dass mein Plan tatsächlich aufgeht. Das ist gerade irgendwie so eine Arcadia-Ausrede. Nö. Ja, komm. Übrigens, eine der besten Sprüche von Arcadia gestern, ne? Ich bin nur aufgeflogen, weil du im Weg standest. Er wollte mich verprügeln als Verräterwache. Und der ganze Haufen an normalen Wächtern war vor Ort. Akaya beschwert sich, aber ich wäre schuld, dass er zuschlägt, während die ganze Meute in mir drin steht. Der typische Akaya. Ich bin dann natürlich schuld. Wie viel Prozent haben wir jetzt gewonnen? 56. 56, so irgendwas mit 30 war's. Man muss die Weisheitssprüche heute bringen, ne? Das ist sehr weise von dir, dass du das sagst, Sturmfolge. Aber aufpassen, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Komm, Dag, mach auch einen Weisheitsflachwitz, komm. Die anderen haben es auch getan. Alter. Muss auch einen Weisheitsflachwitz machen, komm. Also wenn wir jetzt einen einfallen würden, wir haben ja schon... Willst du damit sagen, du wüsstest jetzt nicht, welchen du nehmen solltest? Hm. Ich hab dir gerade einen weggenommen. Ja, ich bin gerade nicht so weiß. Guck, hast du auch einen. Ich bin weiß, sondern scheiße. War das auch ein Weisheitsspruch? Ja, das kann man gelten lassen. Ich glaube, diesen kenne ich tatsächlich irgendwie aus dem Song. Ja. Oh Gott, das ist jemand gestorben. Ja, der hat mich von hinten gefällt. Hui! Das müsstest du nicht zentrieren, was nicht. Hui! Es ist sexuell. Nein. Wenn du es noch beschreiben würdest, dann auf jeden Fall. Ja, guck, wenn du es beschreibst. Aber. Hui! Sexualbegriff. Also. Gibt kein Mensch, der sich. Hui! Oh, wie Alter, was hat der für eine Waffe? Ach, Mensch, ist ja minimal mehr Reichweite. Mach den mal weg. Der hat da unten auch so einen Trankautomaten hingestellt. Gegen zwei gleichzeitig von zwei verschiedenen Seiten bringt mir der Undercover auch nicht viel. Ich komm zu dir, Igel. Ich brauche halt drei Treffer. Nein! Dark!
Den haben wir. Achtung! Ich habe die Banane erwischt. Könnte ein Victory sein. Zum Glück habe ich noch ein bisschen. Ja, es hat sich gelohnt. Ja, die waren auch schlampig bei sich. So dick habe ich jetzt nie erwartet, aber. Ja, die haben ja kaum gefärbt bei sich. Es ist ultra wichtig, die Base zu färben. Das allein macht schon so 30% aus. 30 bis 40%, je nachdem, wie sauber du die Base färbst. Nach der Runde würde ich übrigens auf den Salmoniden-Run gehen. Dass wir noch ein bisschen Salmoniden heute noch machen. Salmoniden gab's auch schon länger nicht mehr. Also Salmoniden, den letzten musstest du. Ja, beim letzten Mal, da ist ja was vor mir. Ich sagte, die werden mich wieder tagen. Tun sie nicht, die schießen auf alle gleichmäßig. Nee. 20% noch nicht. Nein! Was meinst du, warum ich zuletzt mal so ausgetickt bin? Weil ich nur mich. Grundlos bist du ausgetickt, deshalb. Alter, der hat aber echt einen Nachteil, dieser Krabbenpanzer gegen den, wie heißt es? Sag schon. Gegen den Fern und so weiter? Nein, gegen die Schauer. Der nicht. Ja, weil der nicht springen kann. Ja, ist so. Schauerwelle war richtig. Schlecht. Ui! Hast du jetzt dich gemeint? Ja. Ja, ich hab die beiden noch mitgenommen. Er stirbt doch. Ja, dann bist du gar kein Spieler. Ja, ich hab gerade 3 am Stück vernichtet. Ich hab gesagt, dann bist du auch gar kein schlechter Spieler. Bis jetzt voll. Ich hab es doch nicht verneint, oder? Ist schlecht, oder? Oh, der Pisser, der. Der mit dem Doppler? Ja, der hat die ganze Zeit bewegt, der Arsch. Ich hoffe, das muss ich zensieren. Du hast ein anderes Wort nebenbei genannt, das ich zensieren muss. Scheiße. Keine Sorge, durch Akai muss ich meistens genauso viel zensieren, falls sich das irgendwie tröstet. Hab ihn. Ich hab nichts mehr gesehen, weil so ein scheiß Inferno meinen Bildschirm blockiert hat. Dag, ich komme! So viel dazu. Oh, ich helfe dem mal da hinten. Okay. Ich hab gerade 2 hinten gehalten. Ey, du hast jetzt noch mehrere. Gewonnen. Ja, also einen Salmoniden-Run würde ich heute mindestens gerne machen. Also ich würde jetzt gerne auf Salmoniden eigentlich für heute wechseln. Bis wie viel wolltest du spielen? Bis 22 Uhr ist halt das Ding. Und wir sind bei halb in 10. Wir haben doch morgen noch. Morgen beginnen die richtigen Runden mit der neuen Arena. Deswegen würde ich jetzt auch Salmoniden für heute wechseln und für heute mit dem Splatfest selbst gut sein lassen. Im Übrigen, für diese eine Welle, die du für unmöglich hältst, habe ich eine Taktik. Wenn du siehst, dass die auf dich zustürmen, wirf eine Klecksbombe nach oben.
soll das bringen? Wenn sie dich töten, belebt dich die Klecksbombe instant wieder. Du musst in der richtigen... Alter, da musst du in der richtigen Moment ja richtig... Wie willst du das überhaupt timen? In dem Moment, wo du tot bist. Es dauert 10 Sekunden, bis man dich wieder wiederbeleben kann. Die Klecksbombe explodiert instant. Erklär mir mal, wie das geht. Das geht, ich hab's hinbekommen. Fragezeichen, Endwash! Guck, das macht es doch heute auch nochmal interessant. Und wir haben komplett random Waffen, das hast du normalerweise nicht. Ich hab's hinten aber nicht bekommen. Oh, ich hätte nicht direkt sterben sollen. Ich hab die schnelle, Kommt einer an die Bombe dran? Mal seinem Fett, ne? Ja, ich bin tot. Was sagst du dazu, wenn der Titelwerf nicht ist? Nix. Das kann jede Waffe. Ja, das finde ich ja gut an. Nein. Fühlt sich schmutzig an. Kann mein Hund mal aufhören zu kläffen? Bei mir hier liegen richtig viele gerade. Ich bin die am Verteidigen. Ich gehe mal den Regenheini da hinten ausschalten. Oh, das sind sogar zwei. Mann! Leute! Igel und ich liegen am Boden! Ja, Igel, was machst du? Du sollst abhauen! Schmeiß die rein! Ja, komm. Ich wünsch, ich hätte den Titel einmal gesprochen. Random Waffen ist doch mal lustig! Ja, bitte nochmal. Was kriege ich jetzt? Das... seltene Waffe! Bärplatana! Ein neues Platana! Ja, den hab ich auch. Alter, hat das Teil gar keine Reichweite? Es gibt auch so einen richtigen Fernbogen, kann es sein, dass das Platana keine Reichweite hat? Alter, ich glaube, das ist eine komplette Nahkampfwaffe. Na gut, dafür wanted die. Meine neue Waffe sehen wir zumindest so auch. Genau, lass mal das Zeug da vorne hinten schaffen. Um den Bäm müsst ihr euch kümmern. Ich habe keine Reichweite. Ja, geht wieder auf mich, ey. Ich wusste, dass der... Hui! Er schießt einmal, er geht auf mich. Er hat auf mich gezielt. Es sind zwei. Bei mir hat er nicht gezielt. Könnte ich wieder sauer werden. Hat der auch auf dich gezielt? Das ist ein Arm. Hat der zweite auch auf dich gezielt? Weil ich tot war, wie soll der denn? Dieser hat nicht auf dich gezielt. Ja, weil ich tot war, Mann. Wie soll ich da hochkommen mit dem scheiß Patana? Oh, wir haben es geschafft. Also das Patana, das gefällt mir so überhaupt nicht, ne? Also klar, es macht immens Schaden, aber... würde es die bei den Revierkämpfen geben, ich würde kotzen. Warum den? Ich hab einen Undercover, ich bin glücklich. Ich hab den auch. Ich find den okay. Der Undercover ist richtig geil. Blocken und schießen gleichzeitig. Ist nicht das Beste. Siehste! Jetzt einmal. Siehst du es endlich ein, dass er nicht nur dich abschießt?
Können wir das dann jetzt endlich auf sich beruhen lassen? Der ist sowieso nicht das Schlimmste, was existiert. Das sind immer noch die Raketen-Heinis. Scheiße, denn sie das verlieren. Warum müssen wieder so viele Gegner kommen? Echt? Du lässt diese Eier liegen. Könnt ihr mal zu mir hinkommen? Hier liegen um die 10 Eier. Und hier kommen schon die Aasgeier, die einsammeln wollen. Genau da, genau die Eier meine ich. Bam, 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 bam. Ich bin tot. Ich wurde aufgegessen. Ich habe gehört, ich schmecke nach Hühnchen. Komm, belebt mich. Belebt mich. Ja, guck mal, er ist aus einem Niedenmann des Tages und er funktioniert direkt. Das mit den Random-Waffen finde ich echt lustig. Die zweite Welle haben wir gerade so geschafft. Ja, ich bin zum Schluss ins Wasser gefallen, weil ich durch diesen Bebrackzack heißt, der dich so verschlingt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der einen verschlingt? Ja, der so. Ach so, nee, das ist der Grablachs. Ja, genau. Ich weiß, wen du meinst, den Hai. Ja. Nein! Oh nein, wir haben nicht alle dieses Dreckding. Viel Spaß! Ich hoffe, jetzt kommt diese Scheiße. Wenn ja, dann ja, Betrug ist das Spiel. Kompletter Betrug. Also, es gibt nur einen, der diesen Bam gerade töten kann. Der Rest kann ja zugucken. Wir kommen da noch gar nicht dran! Wenigstens das UFO ist easy. Na gut, Vorteil von der Waffe, sie macht immens Schaden. Dafür, dass sie so eine geringe Reichweite hat. Und sie schlägt schnell zu. Ja komm, Fokus mich noch. Ach, es hatte schon eine Bombe geworfen. Eigentlich ist es gar nicht mehr so schwer. Eigentlich ist es sogar recht einfach. Mir ist gerade aufgefallen, dieses Bärsplatane, das schlägt bei dem Rasenmäher durch den Schild hindurch. Der schlägt tatsächlich da durch. Der ignoriert das Ding. Ja, wo? Durch den Rasenmäher. Der grätscht da einfach durch, als wäre der gar nicht da. Wie heißt der eigentlich? Warum oder irgendwas in der Art? Es gibt eine Liste. Und die kann man hier nicht angucken. Aber dass wir alle drei dieses dumme Splatana bekommen hatten. Oh, um Gottes Willen, okay, GG. Keiner hat das doppelt nochmal bekommen. Sehe ich gerade, ich habe wieder das zweite. Alter. Ich habe einen Kleckser bekommen. Ich habe einen Junior-Kleckser. Ich glaube, ich habe gewonnen. Oh, ich habe ihn hier. Hab's gesehen. Ich habe ihn hochspringen sehen. Oh, geh mir den auf die Schnauze. Oh, warte, die haben voll mit, weißt du, was ich meine? Ja, das Platana ist hier gerade tatsächlich sehr gut, weil der diese Gegnerhorden sofort hinrichtet. Wahrscheinlich auf die Gegner zu schützen. Was? Ach so. Ich wollte eine kleine Rand bestellen. Bei mir ist er nicht. Hab ihn! Hier vorne! In der Nähe vom. Der rennt gerade zu dem Kasten hin.
Ne, der rennt nach oben, der rennt nach oben. Also die Punktzahl haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, der müsste also auch... Ach ja, stimmt, der wandert ja. Der geht, ne, ist nicht in dem drin, wo er zuletzt reingegangen ist. Er ist tot! Das war meiner! Die Runde war sehr gut. Bedenkt, dass ihr jetzt auch die Spezialfähigkeiten ruhig bei der Welle 3 reichen spammen könnt. Die kriegen, wenn die Oberbosse kommen, eh noch mal welche drauf bekommen. 999,9 Schaden hast du gerade gemacht. Was? Wer? Um Gottes Willen, Quadhopper. Wer? Igel. Der Falke. Ich dachte, wir können es ja eh spammen. Warum habe ich den Schirm gerade für den Gegner gehalten? Ich bin gerade beschäftigt zusammen mit dem Random. Solange die Gegner zu euch gehen. Ja, bei uns liegen die Eier. Das ist nicht positiv. Na, natürlich ist das positiv, weil ich kann die dann zu Igel werfen, Eier. Ich gehe mal den Random da hinten helfen. Ich habe meine Ultis übrigens schon verballert. Also wir haben es ja schon geschafft, aber ich schieße gerade trotzdem ein paar Eier zu euch rüber. Eier. Ich glaube, Igel, wir machen das auf sofort. Igel, machen das sofort so. So, Oberboss. Ja, der Horoboros. Den hatte ich noch nicht auf Video. Man sieht den neuen Boss. Ich habe nur keine Ahnung, wie der funktioniert. Ja, das ist hart. Ich glaube, die ganzen Versuche. Und jetzt habe ich einen Bandenschwopper. Jetzt habe ich einen Bandenschwopper. Hallo, der ist gut, wenn der in der Luft ist. Ah, ich sehe, was man treffen muss. Du musst diese komischen Lampen treffen, ne? Nein, ich habe daneben geworfen. Keine Zeit. Wirft die Eier! Wirft sie, er ist fast tot! Danke, Igel! Hab dich schon, keine Sorge. Nein, so knapp! Ein Schuss hätte gefehlt!
ich hab den noch nie gekillt, ey. Nein, mein Controller. Oh, der ist einfach wieder gekillt. Es hätte nur einen Schuss gefehlt. Nein! Ein einziges Ei! Das ist so traurig. Es hätte halt wirklich nur noch ein einziger Treffer gefehlt. Na gut, das war doch ein erfolgreicher Abend. Wir haben den Horoboros gesehen. Für YouTube zum ersten Mal. Ich habe nur Müll bekommen. Aber ich habe richtig Cash bekommen. Ja, für YouTube ist hier ein Zwischencut zum nächsten Splatfest-Stream. Also zum Zwischenergebnis. Aber ich sag trotzdem mal für euch YouTube-Zuschauer bis gleich. Beziehungsweise bis in 2 Minuten ungefähr. Jo, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Gerade haben sich die Maps geändert. Zu den YouTube-Zuschauern kann ich sagen, willkommen zurück. Das Zwischenergebnis, das war ja aber schrecklich, dass wir die von Team Kraft immer noch nicht aufgeholt haben. Wir machen ja heute weiter hier, genau da, wo wir gestern aufgehört haben. Zweiter Teil des Splatfestes. Und ich muss sagen, ich bin gerade irgendwie mega enttäuscht. Ich sehe hier halt bei den 3 Matches gerade nur die Senkluft. Obwohl ich eigentlich eine ganz andere Map hier erwartet habe. Es soll nämlich für dieses Splatfest extra eine neue Map geben. Nämlich, ich muss gerade in die Nintendo-Nachricht davon finden. Da, die Map habe ich eigentlich erwartet. Es hieß nämlich, extra für dieses Splatfest findet das in der einzigartigen Arena statt. Und komischerweise, ich habe mich heute mehrmals eingeloggt. Ich habe die nicht einmal bisher dazwischen gesehen. Das enttäuscht mich gerade mega. Ich bin einfach nur traurig. Naja, nichtsdestotrotz, Splatfest. Hoffentlich läuft es heute richtig gut. Gestern ging ja so. Da oben steht der Code für die, die neu sind, die mitmachen wollen. Ich setze mich jetzt in den Discord und mache die 3 Farb-Matches an. So, die erste Runde des heutigen Abends. Vielleicht haben wir ja Glück und haben ab 21 Uhr die Map. Ich will die mindestens einmal haben. Ja, scheinbar doch. Bei mir hast du immer mehr Glück. So, 3 Farbangriff. Wir treten jetzt den Link und... Ach, da ist sie doch! Ja. Sie wurde nur nicht angezeigt. Mit mir hast du mehr Glück. Nee, die wurde bei mir gerade eben echt nicht angezeigt in der Lobby so. Können ja doch die gute Zelda-Map sehen. Ah, wir sehen. Dann ist das nur ein Anzeigefehler. Okay, das Teil hier hinten, das kann man nicht färben. Oh, du hast den Knallschwamm bei der Klappe. Ich würde nicht sagen, der ist nicht so gut. Doch, der kann gut färben. Der verbraucht sehr viel Geld, um zu färben. Deswegen, wenn ich das sollte, färben. Ey, ich finde aber designtechnisch sieht die ganz toll aus. Vor allen Dingen perfekt für 3 Farb. In jeder Ecke startet wahrscheinlich einer. Ach, wir müssen verteidigen. Ich war schon drauf gefasst, das Ding einzunehmen und nicht es zu färben. Hab ihn, ich hab den Agenten. Nein, ich hatte genau jetzt keine Tinte mehr.
Oh, guck, drück einmal X und guck dir mal die Map an. Ob ich das so sehe. Die sieht doch geil aus. Nein, nein, ich hab ihn. Oh, da war der rechte Seite. Nein, sie kriegen es. Ich bin auch hart am Kämpfen. Momentan sind wir noch am Führen. Das Yorimi-Signal von denen ist jetzt auch irgendwie nicht so toll platziert für sie. Weil da sehr viel von diesem Metall ist. Yorimi-Signal ist ja mal komplett useless. Guck mal, wie doof das steht bei denen. Ich denke mal, das zweite Yorimi-Signal, wenn man das kriegt, das steht gut. Da steht man dann wahrscheinlich oben in der Mitte. Ich hab ihn mit dem Knallschwapp erwischt. Nein, 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 nein. Ben darf maximal das grüne Team es holen. Ist mal was? Ich werf dann Detektor hoch. Das war peinlich, aber die Map ist geil. Ja, gut, für Verteidiger ist sie wirklich nicht schlecht. Ja, wenn du der bist, der einnehmen muss, dann hast du es echt schwer. Vor allen Dingen, du musst auf jeden Fall beide kriegen. Aber guck mal, man ist auf jeden Fall auch aufgeteilt. Einer oben, einer links und einer rechts. Das hast du bei den anderen Maps nicht beim Dreikampf. Der Knallschwupp war gerade eben, der hat übrigens richtig Wunder gerade eben gebracht da oben. Also wenn die da das Ding einnehmen wollen, dann kannst du die richtig gut wegklatschen mit dem Knallschwupper. Nebenbei, so Wunden, wo Rausflug ist, die schneide ich auch immer raus. Oh, wir haben einen mit einer Nautilus. Wieso kommt der denn instant zu uns rüber, der mit dem Grüne? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum die einfach instant zu uns rübergehen, statt bei sich mal zu färben. Also ein bisschen färben sollte man schon die Base. Das, was das grüne Team macht, ist dämlich. Das ist doof. Guck mal, wo die Asturien liegen haben. Das wird ein Sieg fürs rosane Team. Ja. Ja, ich mach's gleich. Die Runde können wir eigentlich gar nicht mehr gewinnen. Wir können allerhöchstens auf grün gehen, aber rosa hat sich gerade das zweite Yorimi-Ding gesaved.
Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Okay, jetzt müssten wir eigentlich nur das rosane Team irgendwie jetzt noch ein bisschen behindern. Aber leichter gesagt als getan. Nee, das wird ein Lostag. Ich glaube, ich gehe wieder auf den Knallschrupper. Der war gerade eben recht gut hier. Dark hat sich wahrscheinlich stumm geschaltet, weil bei ihm irgendwer im Raum war. Ja, als ob wir es gewonnen haben. Ich hab's gesehen, ich hab's vorhin gesehen. Was? Wir haben das noch gewonnen? Oh, Alter. Alter. Und das, obwohl das rosane Team zwei Surimi-Signale hatte. Ich dachte, das wäre eigentlich schon loose. Also ich habe da gar nicht mehr mit einem Victory gerechnet. Das war ja endknapp am Ende. Man muss aber auch sagen, das grüne Team hat echt dämlich gespielt. Oh, sechs Leute. Will einer noch von euch mitmachen, dann sind wir endlich wieder Verteidiger. Oh. Müsst mir nur Bescheid sagen, wenn ihr mir eine Anfrage schickt. Ich sehe das nicht. Ich habe keine Benachrichtigung an. Oh, warte. Habe ich überhaupt eine gute Waffe dafür? Ich habe nicht gern diese Benachrichtigung da oben. Die stört mich immer. Weißt du, was ich mir echt wünsche für Splatoon? Was denn? Dass man eine Waffe, dass wir Zufall, eine zufällige Waffe kriegt. Also dass man, jetzt ja aus vielen Spielen und so, dass man auch Zufall als Option hat. Das ja. Das würde ich geil. Könnte man die Entwickler mal drauf anschreiben, aber da müssten halt echt viele das wollen, ne? Wieder so, ah, nur der Vulkan. Dark, beschütze mich mal, ich will was Böses tun. Hoffentlich bemerken die den nicht. Guck mal, wo ich den hingetan habe, den Sprinkler. Meinst du, der steht da gut? Ich sehe den gerade gar nicht. Ach, die, der hat sie gut genervt. Guck mal, ich habe da wieder einen hingesetzt. Guck mal da oben. Da beim rosanen Team, da musst du mal gucken. Sitzt der nicht toll, der Sprinkler? Ich sehe den. Ich setze den immer so auf die Innenseite vom rosanen Team. An das Glasding. Da habe ich die ganz oben hingesetzt. Richtig gemein. Okay, grün ist ausgeschaltet. Ja, rosa hält sich wacker. Die haben einen Pinseltypen bei sich. Ich habe das Gefühl, bei der Map solltest du keine Splatling dabei haben. Ich habe keine Munition. Ah, der Dexter war mega geil. So, meine Chance. Okay. Meine Chance, ein Arsch zu sein. Ah, er laut Dexter. Also ich hatte Highcroft überlaufen. Bitte, wenn ich einmal sterbe. Es war ein guter Bait. Das, also er springt also auf der Bett echt genial. Ist ein echt guter Bait. Orgasmus coming. Ja, ich merk's schon. Das kannst du nicht ausschneiden. Wenn der so. Nein! Ich hab die Hassmoppe total. Das passiert mir auch oft. Guck mal, da, wenn du jetzt zum Team Rosa rüber guckst, dann siehst du meinen Sprinkler. Wenn du gleich da bist. Meinst du nicht, der sitzt da richtig nett? Der sitzt da doch gut, oder nicht? Der nervt so richtig schön, das Gegnerteam. Alter, das war eine richtig schöne Runde. Alter, so hart dominiert. Alter, du hast es als Verteidiger aber auch irgendwie so extrem leicht. Lässt du nur hart tanzen? Aber ich werde es tun. Warte. Noah, dance für uns! Feierparty!
Ah, funktioniert wieder nicht? So. Was denn? Hast du das rausgenommen mit Waffenauswahl? Wir spielen Splatoon ja nicht mehr so häufig. Du kleines Arsch. Was willst du mir denn aufzwingen? Ich wollte den Kleckserblau aufzwingen. Nein! Irgendwann wird sie es für mich machen. Was wird sie für dich machen? Sie wird... Nee, also. Hm? Wieso sind wir jetzt orange? Das bleibt mir geheim. Ja. Der Asla kann sich irgendwo verstecken. Ach, ich hab ja diese Leuchtkugel. Ach, stimmt, ja, wir sind Verteidiger. Ja, ich war halt auch durch die Farben irritiert. Oh, das ganze Team auf dem ja auch noch nie gehabt. Hm? Ja, ich hab's alle vier gekriegt. Das habe ich schon mal geschafft, tatsächlich. Ich glaube, ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wenn, dann ja, komm, ich bin ja auch Hexer. So, Arschloch-Modus aktiviert! Ey, der ich muss echt sagen, der Sprinkler ist so ultra gemein auf der Map. Nein, ich habe genau jetzt wieder keine Tinte mehr. Hat er den Sprinkler über sich nicht gesehen? Ausgeschaltet. Ich glaube, der hat viel nein, da rein investiert. Dass die Curling-Bombe mich erwischt hat. Ich hab den König gesehen. Ja, genau. Hat er das aufgenommen? Wieso hat er das Ding bekommen? Der hätte es doch gerade für eine Sekunde gehabt, ey. Absolut der Punkt. Ja, Bad Aim, das ist doch ein Bad Aim. Aber wenn ich in die Katzenkacke reingeschmissen habe, so glätt war es jeden Fall. Ach, haben beide Teams ein Surimi-Signal? Na gut, das ist ja nicht weiter schlimm, ne? Ist ja nur eine Base-Verteidigung so gesehen. Ey, du hast ihn mitgenommen, falls ich das glücklich mache. Der hängt glücklich, der kommt gern nicht in seinem Inventar an den Punkt. Der kommt aus der Hexe. Der hat einmal Wiederkehr. Ja, genau, einmal. Der kommt ja 100 Mal wieder so oft wieder verreckt, ey. Ich glaube, das wird nichts. Was für das wird nichts. Wir haben so hardcore dominiert, Junge. Ich kann nicht alleine kämpfen. Wer zum Dreck soll jetzt Muri gewesen sein? Ich weiß halt echt nicht, was du von mir wolltest. Im Chat. Die Moderatorin, mein Gott, ey. Die das moderiert, die heißt doch eine. Die eine heißt doch Muri, oder wie heißt sie? Ach so, du mein... Ach. Ach, wie heißt die Scheiße? Die, also die haben hier doch gar nicht mitgeredet. Ich denke nein, die ganze Zeit, du meinst irgendwem aus dem Chat. Nein. Wenn du diese Rakete einsammelst und es schaffst, Ende durchzuziehen. Du meinst die den Splatcast machen? Ja ich denke die ganze Zeit, du meinst irgendwen aus dem Chat oder irgendwen aus der Runde und bin komplett verwirrt einfach nur. Ja, voll den Brainlag hat. Ich wusste echt nicht, was du von mir wolltest. Ja, du hattest Brainlag.
Ich denk da doch nicht an den Splatcast! Ja, was soll ich denn noch sagen? Mataro Movie. Oh, kacke, jetzt hab ich die erste vergessen. Aber mich flame! Ah, oh Mann, ich weiß nicht, wie ich... Ja, zum Beispiel, ich spiele dann morgen. Weißt du, wie ich aber im Splatcast sitze? Ich warte, bis ich endlich das auf Splatcast hören kann und dann bin ich da raus. Ich habe die Namen von denen nicht im Kopf. Das ist fein. Weil mir eigentlich, weil mir so ziemlich egal ist, was die von sich geben. Marco, ah, Marco. Gefinisht, ich mach 90 Schaden. Was für gefinisht. Beim gegnerischen Team ist auch einer mit einem Knallschwopper. Ja, der Profi-Deckler geht auch gleich rein. Sehr schwer, wenn die zu gehen. Dann müsste ich schon mit dem Burst dreimal direkt hin. Wird das ultra hart werden. Ja, die Gegner gar nicht mehr an. Kannst du nicht sagen. Wurde die Schmiede geplant. Haben die wirklich jetzt einfach zu viel? Ja, ich bin der Tote. Ja, ich bin. Nein, ich hab die nicht gucken. Ja, genau, ich bin mal verreckt. Am Arsch. Ich versuch grad den mit dem Knallschwopper umzunieten. Ich weiß auch gar nicht, warum du den Knallschwopper so extrem hast. Der macht ultra viel Schaden. Ich hab nicht gesagt, dass ich ihn hasse, das hab ich gesagt. Wir nehmen, also du betitelst ihn durchgehend, dass er kacke ist. Wenn ich einmal davon getroffen werde, also wirklich die halt, ich bin instant tot. Ja, das, das Ding kann insta killen. Das kann er nicht. Junge, ich wurde gerade davon insta gekillt. Der macht größtenteils 90 Schaden, der kann er nicht machen. Wenn den hab ich nicht vor Schaden gemacht, der macht keinen Schaden, der kann ich nicht machen. Sag wie, wie das Arm in der Bibel steht. Wir müssen eigentlich nur Pink jetzt gerade stören, ne? Die haben die vielen Punkte. Mission alle! Mission alle, oh scheiße, das sieht jetzt ultra bad aus. Ja, das sieht mega scheiße aus. Verarscht. Wenigstens habe ich ein paar Runden. Ich hoffe an der Stelle natürlich, dass alle Spaß beim Zusehen hatten. YouTube, ihr seht mich gleich nochmal wieder. Euch verabschiede ich mal an der Stelle direkt mal kurzweilig. Wir sehen uns in 5 Minuten ungefähr. Also eure, nicht meine.
Ja, Leute, das war doch ein interessantes Splatfest. Haben leider nicht gewonnen. Also, Team Kraft hat ja haushoch gewonnen. GG an euch, die für Team Kraft waren. Ja. Was diese halbgaren Siege angeht, ich weiß jetzt nicht, ob ich welche drin gelassen habe oder nicht an dieser Stelle, weil ich an dieser Stelle, wo ich das hier aufnehme, noch nicht geschnitten habe. Wenn ich die drin lasse, dann nur deswegen, weil ich sonst zu wenig Runden vom zweiten Tag habe. Ansonsten, wenn so Siege sind, wo unser Team zwar gewonnen hat, aber auch nur, weil es mit Team Mut beispielsweise jetzt hier zusammenarbeiten musste. Das fühlt sich für mich nicht wirklich wie ein Sieg an und deswegen lasse ich die Runden, sofern ich nicht zu wenig Runden sonst habe, dann draußen. Naja, trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Splatfest. Wir sehen uns beim nächsten Splatfest wieder. Bis dahin sage ich, schau und bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Bye!